gerne? Also ich meine jetzt nicht täglich, quasi berufsmäßig, sondern mehr so als Hobby. Herbert, können wir dir helfen? Nein, nein, danke, Elfie. Danke vielmals, bin gleich fertig. Die Martens, Freunde von mir, Feinschmecker, also für die macht das Kochen Spaß. Da läuft man in der Küche zur Höchstform auf. Ich meine, Kochen ist ja nicht einfach nur Kochen, nicht? Allein schon die Zusammenstellung eines Menüs, das ist ja, als ob man eine Symphonie komponiert. Soll ich nicht doch mal schauen? Nein, danke, Elfie, nur eine Minute. Die Martens und ich, wir schlemmen alle 14 Tage. Es ist gut. Mal kocht er, mal koche ich. Sollten Sie auch mal machen. Erweitert ungeheuer den Gesichtskreis. Ja? Puta auf Jugoslawisch. Ein Gedicht sollten Sie auch mal probieren. Ist ganz einfach. Also ein Puta von 12 Pfund, ein Kilo Sauerkraut. Herrgott, Sackreis, das ist ein Trumpf. Das war viel zu scharf für diese Bärensteine. Komm leise. Die verstehen doch überhaupt nichts von Esskultur. Elfi, das sind Klienten von mir. Der Mann besitzt 11 Reformhäuser. Die musste ich einfach mal einladen. Komm, stell das Brett dann mal auf den Tisch. Donnerwetter, Herbert. Da läuft dann ja das Wasser im Mund zusammen. Guck dir das an, Elfi. Her mit dem Vogel. Ein ganz einfaches, simples Gericht, Herr Bärenstein. Puta auf Jugoslawisch. Bauernküche. Meine ich, ganz kalorienarm. Na, aber ich bitte Sie, Herr Bentin, wir sind doch keine Mastgänse. Wer soll denn das alles essen? Na, wir natürlich. Diesen Hämpfling verputzen wir doch in 0, nichts. Keule, Kniefrau? Nein, danke. Ich halte mich lieber an Sauerkraut. Sie, Herr Bernstein? Nur ein wenig Brust. Ist ja so gut wie kein Fett dran, Herr Bernstein. Nur 4 kleine Esslöffelchen Butter. 4 Esslöffel Butter? Ach, Butter ist ja gar kein Fett. Wenn ich Sauerkraut schmore, dann kommt ein halbes Kilo Schmalz dran. Das ist Fett. Herbert, du bist doch keine Keule, nicht? Nein, danke. Ich nehme auch Brust, Herr Bärenstein. Ja, na, was ist denn mit dem Puter? Der trieft doch geradezu. Na, Sie mit Ihrer Linie. Sie können doch essen, was Sie wollen. Ach, Elfie, komm, du mit deiner Linie. Gib den Teller her. Heute wird gefressen. Na, wollen Sie dich doch noch ein kleines Stück hier? Nein, danke. Ich möchte Ihnen nichts wegessen. Also, ich finde, Essen ist Geschmackssache. Eben, ja. Hauptsache, man sitzt mal wieder nett und gemütlich beieinander. Und in diesem Sinne, Herr und Frau Bärenstein, auf Ihr ganz spezielles. Ja, also dann. Mahlzeit allerseits. Traumhaft, Herbert. Wie immer. Gell, Vati? Schmeckt, hä? Er hat seinen Beruf verfehlt. Er hätte Koch werden sollen. Ich habe gar nicht geahnt, was Sie für ein Schlemmer sind. Du, Elisabeth. Ja, also. Schlemmer. Na, aber ich bitte Sie, Herr Bentin. Das ist ja hier die reinste Völlerei. Geradezu barbarisch. 3 Gänge. 4. Am Nachtisch gibt's auch noch. Ganz was Besonderes. Und danach noch Käse. Aber es ist ja nur alle 14 Tage, sonst leben wir ganz bescheiden. Also fast spartanisch. Mein lieber Bentin, Sie sollten wirklich sich vernünftiger ernähren. Der Tod steckt im Darm. Aber ist weiter. Nein, Jürgen. Kommen wir nicht auf diese Gesundheitsapostel. Ich habe erst neulich gelesen, also jedes Kilo Übergewicht verkürzt unser Leben um 8 Monate. Na, bravo! Ja. Komm, man wäre ja schon lange tot. Ja, wenn Sie weiter so in sich hineinschaufeln, wird er sicher auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Na ja, ich meine, was Frau Bärenstein sagen will, ist ja nur, dass Übergewicht hohen Blutdruck verursacht, nicht? Und Herzinfarkte und sowas. Sehr richtig, Herr Bentin. Und wenn ich das noch anfügen darf, Herr Martens, Gallensteine, Nierensteine. Ja, und nicht zu vergessen Gicht und Fettleber. Also Sie sehen, Ihr Mann geht herrlichen Zeiten entgegen. Jürgen, du solltest wirklich einmal abspecken. Aber irgendwie, bei mir ist das doch nur eine Frage der Drüsen. Diese Drüsen kennen wir. Das sind die sogenannten Speicheldrüsen. Ihr Mann läuft doch schon das Wasser im Mund zusammen, wenn er nur ans Essen denkt. Hab ich recht? Wenn ich wie Sie den ganzen Tag nur Weizengel und Backobst verkaufen würde, dann wäre ich wahrscheinlich auch so spittelig wie Sie. Also, Vati, jetzt hörst du das Streiten auf, gell?
Du weißt genau, dass du mindestens 20 Pfund zu viel drauf hast. Na und? Was soll ich dagegen machen? Ich esse doch sowieso schon so gut wie nichts mehr. Oh, Sie Ärmster, der Nachtisch kommt gleich. Vielleicht sollten Sie es auch mal mit einer kleinen Schrotkur versuchen. Wir absolvieren sie jedes Jahr. Ja, Berghotel Sennhütte, ein wahrer Jungbrunnen. Wir kommen gerade von da, entgiftet und entschlackt. Schon nach 3 Wochen ist er ein Zehntel seines Gewichtes los. Na also, das kannst du doch machen. Warum machst du das nicht? Ich kann gar nicht so lange aus dem Geschäft weg. So geht es seit Jahren. Der mag einfach nicht. Denkst du, ich mobs für mich allein? 3 Wochen lang in irgendeinem so blöden Sanatorium? Also entschuldige mal, Jürgen, aber das ist wirklich unverantwortlich. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Dafür muss man auch mal ein Opfer bringen. Jürgen, jetzt weiß ich es. Der Herbert fährt mit. Ich? Genau. Mit dir zusammen packt das. Ich bin ja zu jedem Blödsinn bereit. Aber abmagern? Bei meiner Figur. Na, also schaden würde Ihnen dieser Blödsinn auch nichts, Herr Bentin. Mal ganz offen, wie viel wiegen Sie denn so, verehrtester? Ja. Ja, was werde ich schon wiegen, wenn ich so 70, nicht 71 Kilo? Man muss ja auch ein bisschen was zum Zusetzen haben. Gib schon zu, Herbert, du hast Bauch. Ach was, Bauch, das ist die mangelnde Bewegung. Bist du drin, dich nicht? Und die paar Pfunde sind weg. Mein lieber Herr Bentin. Die Schrotkur dient in erster Linie der Entschlackung und Entgiftung des Körpers. Und das haben wir alle dringend nötig heutzutage. Auch Sie. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Herbert. Sag doch selbst immer. Also, was ist los? Kommst du mit? Entschlacken? Hm? Herbert, tu's mir zuliebe. No, Sie wollen doch nicht mit 45 wie 60 aussehen. Werden Sie durch und durch ein neuer Mensch. Herbert, wir beide. Ah. Ah. Ist das eine Luft? Da nimmt man ja schon beim Atmen ab. Hier könnte ich Monate bleiben. Und wir können ja noch eine Woche verlängern. Na klar, Mann, Urlaub nach Mars. Mensch, wieder so richtig auspennen. Du, spazieren gehen, schwimmen. Was? Ja. Nee, nicht auf Magen. Es ist 4 Uhr. Wir werden doch irgendwo was essen sollen. Du, hier ganz in der Nähe, da soll es ein erstklassiges Ausflugslokal geben. Ach Quatsch, wir trinken hier Kaffee. Ein anständiges Stück Schwarzwälder Kirschtorte werden die doch haben. Wir können noch 3 Wochen lang spazieren gehen. Du sag mal, du hast ja noch einen Koffer mit. Naja, du kennst ja Elfi, die denkt immer, es geht auf eine Weltreise. Also den nehme ich. Hier, guck mal, meiner ist doch ganz leicht. Herbert, der hat doch noch Zeit. Mir hängt der Magen bis in die Kniekehlen. Herbert, guck dir das an. Das ist ja das reinste Schlaraffenland. Gebratener Schinken mit Zimtkruste. Vielleicht sind wir falsch. Ach was, das ist so eine Art Kur, wo man sich mager frisst. Das gibt es. Aber Jürgen, Schroten, das hat was mit Körnern zu tun, glaub mir. Naja, meinetwegen. Aber heute Abend schlagen wir uns mal so richtig den Bauch voll, nicht? Also vorweg nehme ich Forelle blau. Blau, das ist leicht. Aber nur mit Butter, ohne Kartoffeln. Ja gut, also nur mit Butter. Und dann Eisbein mit Erbsenpüree und Speckstippe. Oder, es fällt doch ein bisschen zu fett. Flugente. Oder Rehrücken mit Pfifferlingen und böhmische Käse. Na, die Käseknödel, die können wir ja weglassen. Ach komm, Quatsch, ich nehme Eisbein, wenn schon. Denn schon. Wenn schon, denn schon. Stimmt das recht? Also, zweimal Eisbein und hinterher ein Omelette-Surprise. Na, je mehr Kalorien, desto besser. Das muss ja für 3 Wochen vorhalten. Nein, nein, meine Herren, es ist sehr gut, dass Sie so früh angereist sind. Herr Dr. Harders, unser Arzt, ist noch da. Sie können gleich zur Untersuchung gehen. Die Koffer können Sie stehen lassen. Annelie, ja? Würden Sie die Herren bitte zu Dr. Harders begleiten? Ja. Guten Tag. Guten Tag. 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 Kommen Sie bitte. Bis später dann. Sind das die Neuen? Aber Irene, Sie schroten ab nächste Woche. Vielleicht verlängere ich noch eine Woche. Das wird wohl nicht möglich sein. Wir sind ausgebucht bis Ende des Monats. Tut mir leid. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Sie schroten zum ersten Mal? Ja, das heißt also eigentlich nur er. Also ich bin mehr so mitgekommen. Ne? Ach, ja. Ich dachte, Sie wollten beide die Kur machen. Ja, ja, ja. Das schon. Man kann einen Freund ja nicht allein hungern lassen. Aber im Grunde genommen... Also Sie schroten beide und zum ersten Mal. Ja, bisher haben wir Körner immer nur in flüssiger Form zu uns genommen. Also, meine Herren, das gleich mal vorweg. Schroten hat nichts mit Körnern zu tun, sondern mit diesem alten Herrn da oben. Johann Schroth, ein Zeitgenosse von Kneipp und Priesnitz. Daher der Name Schroten. Ja, bitte, Herr Bentin. Sagen Sie, Herr Doktor, aber das, also mit dem Wein, das stimmt doch, oder? Keine Sorge, Herr Bentin. Der Kurwein gehört zum Schroten wie der Wickel und das Kurgebäck. Es sei denn, Sie reagieren überempfindlich auf Alkohol. Nein, Herr Doktor, also was den Alkohol betrifft, da sind wir beide völlig unempfindlich, stimmt's? Ja, Sie können uns getrost die doppelte Menge verschreiben. Mhm. Je intensiver die Kur, desto besser. Die beiden müssen unbedingt an unseren Tisch. Besorgt die Kirsche, ist längst geregelt. Mein Gott. Hoffentlich kommt jetzt endlich etwas Leben in die Bude. So eine schlechte Besetzung wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Du solltest es mal mit Bad Oeynhausen versuchen oder mit Pyrmont. Du machst mich ganz verrückt mit dem Gefummel. Schroten, das bekommt dir nicht. Du siehst immer hinterher aus wie eine Vogelscheuche. Männer wollen was haben, wo sie hinlangen können. Bei mir nicht. Ich bin mehr der sportliche Typ. Meine ich ja. Scheiß Patience geht wieder nicht auf. Also ich gehe jetzt runter ins Dorf und kaufe ein paar Gläser Gurken. Ich habe einen Hunger zum Umkommen. Kommst du mit? Gurken haben Salz. Das hat Dr. Harders ausdrücklich verboten. Der Heini. Er sollte mal lieber selbst eine Schrotkur machen. So, meine Herren, und wie steht's mit den Anwendungen? Massagen, Bäder, Fangopackungen? Ich meine, alles, würde ich sagen. Ich meine, wenn schon, denn schon, oder? Ach, mir egal. Hauptsache, ich kriege endlich was im Magen. Kurgebäck finden Sie jederzeit im Schrotraum. Bedienen Sie sich tüchtig. Ach, noch eins. Es könnte sein, dass Sie nach einigen Tagen in eine Krise geraten. Das ist kein Grund, die Kur abzubrechen. Im Gegenteil. Diese Krise ist eine Heilkrise. Keine Sorge, Herr Doktor. Also, wir halten durch. Ja, heute Abend tafeln wir noch mal wie die Könige und dann geht's ran. Unerbittlich. Aber meine Herren, Sie werden doch jetzt nicht noch unnötig Ihren Magen belasten. Herbert. Nein, das nicht, Herr Doktor. Wir dachten nur, da die Kur ja erst morgen anfängt, ich meine, so richtig. Wir haben seit heute Morgen nichts mehr gefuttert. Na, umso besser. Dann sind Sie ja schon halbwegs eingestimmt. Engelbert wickelt die Beine. Hast du gehört? Wie hast du das wieder fertig gebracht? Beziehung. Was meinst du, was die beiden morgen für Augen machen werden? An diesem Tisch werden Sie sich bestimmt wohlfühlen. Vorstellen können Sie sich selbst, ja? Der Wein kommt gleich rein oder Mosel? Mosel. Ja, endlich Fachleute. Angenehm, Mielke, Lottchen, mein weibliches Spiegel. Bentin, Steuerberater. Kommen Sie. Hamburg gekommen. Oder haben Sie Angst vor dem Feuer? Ich? Nein. Wieso Feuer? Man sieht, Sie sind das erste Mal hier. Ja, ich meine, das heißt, ich begleite eigentlich nur meinen Freund. Also ich schrote mehr so aus Kollegialität. Herbert, kannst du mir mal den Brotkorb rüberbringen? Halten Sie sich ans Knäckebrot. Das Kurgebäck ist ungenießbar. Wieso? Ich finde, das schmeckt ausgezeichnet. Das legt sich. Was ist das denn hier? Eine Spezialität des Hauses, der Pharaonen. Finger. Schmeckt ja wie Leichensuppe. Hier streuen Sie sich ein bisschen Gewürzsalz drüber, dann haben Sie die Illusion von Pfeffersteak. Man gewöhnt sich an alles. Wenn Sie erst das 10. Mal hier sind wie wir. Ja, 10 Mal? Ich denke, man nimmt jedes Mal ein Zehntel seines Körpergewichts ab. Ja, aber man frisst sie sich hinterher genauso schnell wieder an. Apropos fressen. Wisst ihr, was es heute in der Linde gibt? Ja. Fasan auf Ananaskraut. Oh, hör auf, Olga. Mir wird schon ein Scheibchen Salami reichen. Ungarische. Mm. So richtig hart. Oh. Abgelagert. Oh. Will noch jemand eine Gurke? Ach, Olga. Richtig, sind ja noch welche drin. Gurke? Ach, jetzt. Der Wein kommt. Wie fährst du ab? No. 2 Pfund und du? Darf keiner wissen. Die Kirsch passt auf wie ein Schießhaus. Wir sind hier ein bisschen pingelig. Ja. Wunderbar, vielen Dank. Was, wieso? Das hat doch gar keine Kaloriengurke. Aber Salz! Hol da was. Seit heute Morgen mit dem Magen. Sind Sie denn schon lange hier? 2 Wochen. Ich denke, nach 3 Tagen,
Lässt das Hungergefühl nach. Oh. Wer hat ihn denn den Bären aufgebunden? Na, der Arzt. Dr. Haber. Wetten, dass der noch nie eine Schrotkur gemacht hat? Also wir sterben die ganze Kur über vor Hunger. Jeden Tag von Neuem. Was, Lottchen? Hey, Lottchen. Ach, ich denke gerade an Sülze, so wie du sie immer machst. Bratkartoffeln mit Sülze und ordentlich viel Remoulade drauf. Dazu ein kühles Bierchen. Hört doch auf! Bratkartoffeln. Ich bin gleich wieder da. Wo bist du denn hin? Ich muss noch mit dem Elfi anrufen. Rufen Sie Ihre Frau nicht an? Nein, ich bin nicht verheiratet. Also jedenfalls nicht mehr. Waren Sie schon im Schwimmbad? Nein, wieso? Soll ich es Ihnen mal zeigen? Um diese Stunde baden wir da immer ohne. So dick, ich konnte mir nicht mehr selbst die Schuhe zubinden, jedenfalls nicht im Stehen. Er hat sich immer auf den Fußboden legen müssen, mit dem Rücken viel Mike. Naja, und na, schon eingelebt, Herr Martens? Ja, prächtig. Das hat man schon gesagt. Du bist aber ziemlich lange geblieben. Du kennst doch Elfi. Ich soll dich übrigens schön grüßen. Sie wollte gerade runter in die Linde ihn beim Fasanengesellschaft lassen. Sehe ich so aus? Noch viel schlimmer. Was haben Sie denn da unter der Jacke? Psst! Das ist mein Einstand. Ich tritt ein Pferd! Salam. Lassen Sie mich mal anfassen. Psst! Feind hört mit. Sag mal, hast du etwa mitgebracht? Ach, die hatte ich noch im Wagen. Also eine Ration. Wo ist denn bloß mein Messer? Ich verzage Mielke Fragen. Mein Dicker ist für alle Notlagen gerüstet. Der mit dem Prügel. Ach, ich weiß nicht, Jörg, das ist doch irgendwie unvernünftig. Ach, was, die paar Kalorien. Also ich finde, der viele Wein auf nüchtern Magen, das ist doch viel schlimmer. Das sag ich ja seit Jahren, aber es hört ja niemand auf mich. Olga, das wirft uns alle um Tage zurück. Ach, Quatsch. Du kannst ja standhaft bleiben. Erst klassisch. Selbstgemacht. Gedicht. Eine Knoblauch. Mm. Mein Kompliment. Kollege? Ausschlachter? Koch? Chefkoch immer jetzt in Frankfurt. Hm? Da könnte ich vielleicht auch ein Scheibchen bekommen. Gut durchspeicheln. Das schimpft unser Medizinbad. Kann ich auch eine haben? Heute machen wir tüchtig einen drauf, Lottchen. Mm. Du holst nachher noch ein paar Liter vom Eis. Darf man denn das? Mm. Hier darf man alles. Braucht da nicht jeder zu wissen. Also, aber ich muss sagen, hier kann man es aushalten. Ja. Ich habe mir eine schlimmer vorgestellt. Ich habe dir ja gesagt, Jürgen, es ist wie der Sprung ins kalte Wasser. Also ich meine, wenn man erst mal drin ist, fühlt man sich sauber. Guten Morgen. Guten Morgen. Tim? Jürgen! Mach das Licht aus, verdammt nochmal. Ich hab's nicht angemacht. Mach's trotzdem aus. Mann, hab ich einen Brand. Wie spät ist es denn? 5. 5? Was trinkst du denn da? Na, Tee. Muss jemand hingestellt haben. Das ist ja Apfeltee. Ist doch egal. Wie spät war's denn gestern?
3 Uhr. Mach das Licht aus, ich bin todmüde. Oh. Herr Bentin, aufstehen! Aufstehen! Ihr Wickel. Was? Ihr Wickel. Komm, stehen Sie auf. Morgen. Morgen? Morgen machen wir den Wickel. Na, nun kommen Sie schon. Stehen Sie auf. Sie können ja gleich weiterschlafen. Halt! Nicht doch. Hab doch nichts an. Was? Was will der denn, Herbert? Uns wickeln. Aber dann nicht mitten in der Nacht? Sie kommen auch gleich dran, Herr Martens. So, Bademantel aus. Ja, tief Luft holen. Und rein ins Laken. Wow, das ist ja eiskalt. Keine Sorge, Ihnen wird gleich warm werden. Nicht so fest. Krieg ja keine Luft. Keine Angst, bei mir ist noch keiner erstickt. Hey, ja. Was soll denn das? Wir haben doch keine Grippe. Nun tüchtig schwitzen. Sie sollen mal sehen, in 2,5 Stunden fühlen Sie sich wie neugeboren. Sag mal, Herbert, wie ist das denn? Weiß nicht. Ich fühle mich wie eine Mumie unser Rocks. Ja? Was? Ach so, ja. Ja, ich komme. Das ist ja schlimmer als beim Bund. 3 Minuten. Muss ich zur Unterwassermassage. Warum hast du mich nicht geweckt? Das kann ich nicht mal mehr in Ruhe frühstücken. Frühstücken? Das war einmal. Sag mal, haben die schon was zum Frühstück gebracht? Mhm. Da. Ja. Besser. Was? Was denn? Ist das alles? Das ist ein Sauladen. Mitten in der Nacht wecken, wickeln, schwitzen. Nicht mal ein Ei. Nur diese Brühe. So eine Unverschämtheit. Und das für 56 Mark pro Tag, Herbert. Ja, aber Jürgen... Weißt du, dass sie uns genauso viel Geld abklopfen wie den übrigen Pensionsgästen? Und sicher, dass sie dafür 3 Mahlzeiten pro Tag kriegen? Und was für welche? Jürgen, ich muss jetzt gehen. Wahrscheinlich macht dir das sogar noch Spaß. Können Sie den Strahl nicht ein bisschen schwacher stellen? Sie reißen mir ja das ganze Fleisch von den Knochen. Warten Sie, bis Sie der Masseur in den Fingern hat. Dann werden Sie sich nach dem Fiat doch sehen. Sie sollen übrigens um 10 noch mal zu Dr. Harders kommen. Wieso? Ist was nicht in Ordnung? Keine Ahnung. Umdrehen. Umdrehen? Umdrehen. Ja. Umdrehen. Ja, auf den Bauch. Oh, das ist ja kochend heiß. Das haben doch alle ausgehalten. Hören Sie, ich bin hier, um abzumagern. Und nicht, um mir Verbrennungen dritten Grades zuzuziehen. Hören Sie auf zu jammern und schwitzen Sie tüchtig. Das ist gut für Ihre verspannte Muskulatur. Und nicht vergessen, um 10 zu Dr. Harders. Bist du's, Olga? Nein, ich bin's, Bentin. Herbert Bentin. Bringst du mir mal bitte meinen Bademantel? Den da. Sagen Sie mal, wieso kommen Sie eigentlich dazu, mich zu duzen? Nun sag bloß, du weißt von nichts mehr. Danke. Was, wovon nichts mehr? Aber Herbert, wir haben doch heute Nacht Brüderschaft getrunken. Was, wir? Haben Brüderschaft getrunken? Und wie, du Draufgänger. Ohne Küsschen warst du ja nicht ins Bett zu kriegen. Komm, wir gehen duschen. Herbert, wo willst du denn hin? Ich will nur meine Seife holen. Ich bin gleich wieder da. Hier, nimm doch meine. Nein, danke, danke, sehr freundlich. Bitte. Nein, also danke, wirklich. Ich möchte doch lieber meine eigene Seife holen. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Komm, stell dich doch nicht so an. Ist doch nur ein Stück Seife. Ist dir auch so kotterig? Mir? Nein. Ich habe nur so einen furchtbaren Brand.
Ich glaube, ich gehe erst mal was trinken. Nicht vor Mittag. Heute ist Trockentag. Hier, heute wird nichts getrunken. Meine Seife. Oder willst du lieber meine? Ja, nein. Ich muss erst zum Arzt. Bin gleich wieder da. Sag mal, was ist denn mit dem los? Na, was soll denn schon mit dem sein? Typisch Trockentag. Ohne Kurwein kommt der nicht in Fahrt. Mein Gott, ist mir übel. Ich habe auch schon gespuckt wie ein Reiher. Dieser Martens mit seiner verdammten Salami. Nein, meine Herren, unter diesen Umständen muss ich Ihnen leider nahelegen, abzureißen. Aber wir hatten ja jeder nur ein paar kleine, hauchdünne Scheibchen. Wirklich, Herr Doktor. Wir haben auch jeden Bissen gut durchgespeichert. Außerdem, es kann ja gar nichts mehr passieren, Herr Doktor. Meine, die Wurst ist ja jetzt weg. Herr Bentin, bitte nehmen Sie es nicht persönlich. Weil wenn ich für etwas kein Verständnis habe, dann sind es Lügen. Lügen? Ja, Lügen, Herr Bentin. Sie wissen genau, dass es nicht um diese alberne Salami geht. Komm, Jürgen, wir haben ja nichts mehr verloren. Herbert, lass doch. Denke ich ja gar nicht dran. Wir reißen umgehend ab. Sehr vernünftig, Herr Bentin. Und vergessen Sie nicht, Ihr Vorratslager mitzunehmen. Vorratslager? Was denn für ein Vorratslager? Herbert, es tut mir leid, ich... Also Sie sind der Sünder. Entschuldigen Sie, Herr Bentin, das konnte ich leider nicht wissen. Hast du etwa von zu Hause Lebensmittel mitgenommen? Einen ganzen Koffer voll. Und das zum Schroten. Und du hast mir nichts davon gesagt? Herbert, ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Enttäuscht von dir, Jörg. Zutiefst enttäuscht. Ich hatte Angst, ich steh's nicht durch. Herr Martens, bleiben Sie. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie liefern umgehend alles, was Sie an Ess- und Trinkbaren in Ihrem Schrank haben, bei Frau Kirsch ab. Und wir behandeln den Vorfall als nicht geschehen. Einverstanden. Geht in Ordnung, Herr Doktor. Sie können sich auf mich verlassen. Verräter! Nun bleib doch nicht bei jedem albernen Schild stehen. So kommen wir doch nie zu unserem Kaffee. Also vielleicht wäre es das Beste, wir würden überhaupt nicht in dieses Lokal gehen. Wenn du da erst die Kuchen und die Torten siehst, dann können wir ja gleich nach Hause fahren. Ach was, Kuchen? Ich will nur einen Schluck Kaffee. Ich sterbe vor Durst. Ach, Durst, Durst, Durst. Ich habe auch Durst. Meinst du, ich hätte keinen Durst? Aber ich denke nicht dauernd dran. Das kannst du? Nein. Aber ich versuch's wenigstens. Unglaublich, unglaublich, was die Leute alles so in sich hineinschlingen. Direkt ekelhaft. Ja, die Menschen sind eben schwach. Da kommen sie in ein Stück Torte, da fallen sie da drüber her wie die Vandalen. Sie gestatten doch. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja, wir haben sowieso ohnehin schon bezahlt. Ja. Also wochentags geht es ja, aber samstags, also Herr Ober... Ja, die Leute, die gebärden sich, als wären sie am Verhungern. Ober. Dabei fressen sie alle viel zu viel, viel zu viel. Samstags kommt man hier viel zu kurz, wenn man sich nicht... Herr Ober, bitte! Ja, bitte? Ein Kännchen Mokka, eine Erdbeertorte, zwei Sacherschnitten, aber mit Sahne und nicht als Garnierung. Doppelte Portion. Ja, und einen Cognac, zweistöckig. Darf sonst noch was sein? Ja, Beeilung. Sagen Sie mal, was starren Sie mich so an? Verzeihung, bitte. Ich meine, es geht uns ja eigentlich nichts an, aber Sie sollten sich wirklich ein bisschen mehr zurückhalten bei Ihrer Figur. Bitte? Was Sie da eben bestellt haben, ist doch direkt unanständig. Sie haben doch bestimmt schon zum Mittag gegessen. Na, hören Sie mal, das ist doch wohl meine Sache, was ich esse oder was ich nicht esse. Und wer kommt für die Nachfolgeschäden auf? Herzinfarkt, Gicht, Fettleber? Na, wir, die Steuerzahler. Ach, ich zahle auch meine Steuern, und zwar nicht wenig. Und ich bin kerngesund. Und außerdem bin ich gewöhnt an mein Gewicht. Das glaube ich. Ihren Blutdruck möchte ich nicht messen. Sie haben es gerade nötig, nicht? Also so dick wie Sie bin ich noch lange nicht. Sie sollten lieber schroten, statt andere Leute anzupöbeln. Also, das ist... Komm, Jürgen, wir gehen. Gegen Unvernunft kämpfen Götter selbst vergebens. Hast recht. Lassen wir sie dick sterben. Das ist mir aber ein Zahn zu viel. Sie sollten sich schämen, Sie. Mein
mal, wenn sich hier einer schämen sollte, dann sind Sie es, ja? Also hören Sie mal, dass Millionen Menschen, die hungern auf der ganzen Welt. Und Sie stopfen da überflüssigen Ballast in sich hinein, nur um der Gesellschaft zur Last zu fallen. Ich glaube, das reicht, meine Herren. Würden Sie jetzt bitte das Lokal verlassen? Wir wären ohnehin gegangen. Ist ja nicht zu ertragen, dieser Anblick hier. Entschuldigen Sie. Nichts mehr zu kriegen. Die Küche hat dicht. Mist. Ihr Freund hat das einzig Richtige gemacht. Wir hätten auch vor einer Stunde eine Schlaftablette nehmen sollen. Zum Aufhängen, diese trockenen Tage. Komm, Alte, wir hauen uns in die Koje. Ja. Nacht allerseits. Nacht, Familie. Nacht. Weiß jemand, was es morgen zum Mittag gibt? Ich glaube, Sauerkraut. Na, hoffentlich. Die Spargelsuppe das letzte Mal war der reinste Abwasch. Komm, Digga. Na, dann versumpft man schön. Na, und jetzt? Also, ihr könnt ja machen, was euch Spaß macht. Ich gehe runter in die Linde. Ich brauche eine Tröstung. Aber wir bleiben bei Kong. Kein Bierchen, kein Häppchen. Auf mir ist noch ganz schlecht von der Salami. Also, was ist? Kommst du mit? Also, wenn es nach mir gegangen wäre, dann wären wir schon seit Stunden unten. Mir steht's bis hier. Los. Wenn man allein die Luft, die macht ja einen so mobil und dann diese Unterwassermassage. Ich habe vielleicht einen Durst, der sich, hey, komm doch mal. Das ist doch schon passiert, wenn man jetzt nachher... Habt ihr da Platz? Sieh mal einer an, der liebe Jürgen. Ich denke, du hast eine Schlaftablette genommen. Ha, die Schlaftablette kenne ich. Die ist so lang und hat innen eine Menge Gräten. Sag mal, du hast doch nicht etwa was gegessen. Herbert, ich konnte nicht einschlafen. Ich war völlig down. Ich musste einfach noch ein bisschen raus. Warum hast du mich nicht mitgenommen? Na, frag doch nicht so dumm, weil er gerne allein bleiben wollte. Ja, Fräulein, vier doppelte Korn und einen halben Liter Grapefruitsaft, wie immer. Für mich bitte nichts, ich wollte gerade gehen. Oh, Quatsch, komm, Jörg, jetzt bleiben. Möchten die Herrschaften auch eine Forelle? Du hast doch nicht etwa eine Forelle bestellt? Nein, das heißt, ja. Herrgott, nochmal, das könnt ihr doch auch. Was ist denn schon dran an so einer kleinen Forelle? Du bist ja noch gefräßiger, als du aussiehst. Herbert, wo willst du denn hin? Na, ihr seht doch, hat doch keinen Zweck mit ihm. Ach, Herbert. Dafür hungere ich hier nun herum. Ach, du mach doch keinen Aufstand, wir haben doch alle unsere kleinen Schwächen. Ja, aber er hat nur welche. Ich kann da abreißen. Ja, das glaube ich, ja. Und ich bleibe allein hier. Ich, der ich diese blöde Kur überhaupt nicht nötig habe. Du bleibst hier. Natürlich bleibt er hier. Und ich lasse dich von heute an keine Sekunde mehr aus dem Auge. Ja. Komm, aber jetzt werden wir erst mal einen trinken und zur Strafe gehen die nächsten drei Runden an. Fräulein. Der Herr hier, der möchte Ihnen etwas sagen. Aber Herr Bernd. Fräulein. Komm, jetzt sag's schon. Fräulein, ich habe es mir überlegt. Na? Mir ist der Appetit vergangen. Keine Forelle. Du solltest mir dankbar sein. Du solltest mir dankbar sein. Wenn ich nicht wäre, liegst du jetzt nicht in deinem Bett. Wieso? Wo denn? In Irenis. Als wir so gegen zwei raufgingen, wolltest du dich unbedingt von ihr wiegen lassen. Auf ihrer Waage. Und das, nachdem sie dir einen Heiratsantrag gemacht hat. Was ist das wahr? Frag Olga. Mein Gott. Äpfel. Orangen. Birnen. Ananas. Komm mal, Herbert. Riechst du was? Was? Mach mal die Augen zu. Na? Bratwurst. Und Schaschlik. Komm mit. Jürgen, unser Wagen steht da. Ja? Oh, Herbert, nur mal riechen. Ein einziges Mal. Gut, bitte. Aber nur riechen. Ja. Ehrenwort? Ehrenwort. Kartoffelpuffer backen die auch. Ja, Pommes frites. Na, und wenn wir uns eine teilen?
Nur so eine kleine, so eine winzige. Jürgen, wir fahren sofort nach Hause. Herbert, weißt du, was du bist? Du bist ekelhaft und kleinkariert. Und mit sowas bin ich nur zur Kur gefahren. Ja, aber nur einmal, Jürgen. Ein zweites Mal kriegst du mich nicht mehr mit. Oh, Gott sei Dank. Ich bin sogar froh, wenn ich dich nicht mehr sehe. Auch in Hamburg nicht. Es gibt noch andere Steuerberater als dich. Und bessere. Ja, dann schlag dir doch den Bauch voll mit Bratwurst, Pommes frites und Schaschlik. Aber jammer mir nicht die Ohren voll, wenn du morgen im Krankenhaus landest. Oh, danke. Mmh, sieht das gut aus. Richtige Ananas. Ja, Petersilie. Kinder, es langsam. Die Eisbeine kommen. Er hat schon wieder die größte Portion gekriegt. Er posiert ja auch die Köchin. Aber willst du noch ein paar Kartoffeln? Die schaffe ich doch nicht alle. Nein, 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 vielen Dank. Vielleicht Jürgen. Ja, bevor es umkommt. Jürgen. Komm. Oh, Herbert. Aber das wäre doch gar nicht nötig. Aber ich mache mir nichts aus. Ananas. Dann will ich es, meine Petersilie. Leben seliger als Leben. Ist langsam, Herbert. Du überlebst sonst den Vitaminstoß. Und den Bockrunde, meine Herren. Was ist bloß, weil du gemauert hast. Es tut mir leid, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich hab schon wieder Hunger. Denk doch nicht dauernd ans Essen. Komm, misch lieber. Wie kann man das nur 3 Wochen aushalten? Das frage ich mich auch jedes Mal. Ach, ihr solltet euch ein Beispiel an Irene nehmen. Die klagt nie. Die hat ja auch andere Probleme. Die Ärmste kommt Jahr um Jahr hierher. Kinder beißt an. Ein saftiges Steak wäre mir auch lieber. Also, das verstehe ich nicht. Ich meine, es ist doch eigentlich ein ganz netter Kerl. Gar nicht so übel gebaut, ein bisschen mager für meinen Geschmack, aber wer das liebt, ne? Also, Herbert, entweder wir spielen oder wir reden. Und dann über Essen und nicht über Weiber. Ach du, mit deinem ewigen Gefresse, es gibt doch noch was anderes auf Erden. Für mich nicht. Mein Gott, es ist 5 Uhr. Und heute Abend wieder nur Wein und Pharaonenfinger. Wo willst du denn hin? Wein holen. Mhm. Aber der Bentin ist doch eben runter. Der holt doch nur Mosel. Ich will Rheinwein. Aber die ist doch schon voll bis oben hin. Lass sie doch. Ist doch ihre letzte Chance. Morgen reist sie ab. Es hat doch nicht geklappt mit dem Zimmer. Das hab ich ja versucht, Elfi. Das war alles für die Katz. Mir geht's uns miserabel. Den ganzen Tag Kopfschmerzen und jetzt auch noch Fieber. Genau wie damals, als es mit der Galle anfing. Ich vertrag das hier einfach nicht. Ich brauche noch eine Flasche Rheinwein. Irene. Du trinkst zu viel. Ist doch egal. So kaputt oder so kaputt. Am besten wäre, ich würde mich umbringen. Lohnt sich doch alles, ne? Irene. So darf man doch nicht reden. Arzt, 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 der hat doch keine Ahnung. Dem ist doch ganz egal, ob man krepiert. Hauptsache ist, du nimmst ab. Das hat doch gar keinen Zweck. Doch, Herbert, doch. Du willst nur nicht über deinen Schatten springen. Ich weiß, dass ich dir nicht gleichgültig bin und du weißt es auch. Oh, Elfi, das ist doch ganz einfach. Du rufst morgen in aller Herrgottsfrühe hier an und sagst, dass du ganz plötzlich ins Krankenhaus musst. Weswegen? Na, weil du eine Kolik hast oder sowas. Was ist denn hier los? Gleich. Ja, ich weiß auch nicht, Elfi. Der Herbert spielt Verrückte. Also, ich verlasse mich auf dich, Elfi, nicht? Gute Nacht, gute Nacht. Sag mal, Herbert, bist du denn von Krankenaffen gebissen? Wer ist da? Ich bin Irene. Ich muss unbedingt Herbert sprechen. Herbert ist im Schrotraum. Nein, da ist er nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, wo er ist. Ich kann leider nicht aufmachen. Ich bin schon im Bett. Mein Gott, womit habe ich das verdient? Ach komm, reg dich nicht auf, Herbert. Morgen früh zischt sie ab. Na hoffentlich, also ehe die nicht weg ist, da mache ich keinen Schritt mehr aus diesem Zimmer hier. Komm, trink erst mal, Herbert. Morgen haben wir das Schlimmste hinter uns. Du, deine Irene und ich... meinen Hunger. Du hast keinen Hunger mehr? Ja, ist komisch. So etwa seit einer Stunde ist mein Hungergefühl wie weggeblasen. Gott sei Dank. Wir haben es wieder mal geschafft. Ich könnte noch stundenlang hier so liegen. Ja.
Martens, ich habe eben einen Anruf erhalten von Ihrer Frau aus Hamburg. Von meiner Frau? Sie müssen sofort nach Hause kommen. Ihre Frau hat Koliken bekommen. Sie ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus. So ein Mist. Es tut mir sehr leid. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich mich endlich eingewöhnt habe. Ich mache Ihnen dann gleich die Rechnung fertig. Vielen Dank, Frau Kirsch. Herbert, hast du das gehört, Herbert? Herbert! Ja, ja. Hab mir schon sowas gedacht. Was? Was heißt, ich hab mir schon sowas gedacht? Was kann ich denn dafür, dass Elfi die Koliken kriegt? Ja, fahr bloß endlich los. Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Sag mal, du könntest einen Funken Anteilnahme in der ganzen Sache bezeugen. Entschuldige bitte, ich muss zur Unterwassermassage. Gute Reise. Und vergiss nicht, im nächsten Hotel ausgiebig zu frühstücken. Herbert, weißt du schon das Neueste? Ich kann bleiben. Ich habe ein Zimmer. Du hast ein Zimmer? Ja, und was für eins. Direkt das neben dir, das von deinem Freund. Der reist doch ab. Jürgen! Jürgen! Warte! Nur 5 Minuten! Ich komme mit! Herbert, das musste einfach sein. Ja. Mir wurde ja schon ganz schwarz vor Augen beim Fahren. Naja, ich meine, du, guck mal, so ein bisschen Rührei, das kann doch nicht schaden. Ne? Mm. Ich meine, den Schinken können wir ja weglassen. Mm. Hauptsache, gut durchspeicheln. Ja. Hm? Oh, hier. Hm? Erdbeermarmelade. Hier. Oh. Himbeer kommt die Tür. Mm. Du, also ich muss dir sagen, Bärensteins hatten recht. Man fühlt sich nach so einer Kur wie neu geboren. Ich meine, schon jetzt, nach 3 Tagen. Ne? Allein das Gefühl, mal wieder mit seinem inneren Schweinehund fertig geworden zu sein, nicht? Das ist doch unbezahlbar. Und jetzt stell dir nur mal vor, wir werden zwei.